Hallo und herzlich willkommen zu unserem Livestream am heutigen Dienstagabend zum Thema Wie steht es in China? Ich freue mich sehr, wieder den Herrn Ingo Bayer von Morgenstern begrüßen zu dürfen. Hallo. Hallo, Herr Fersch. Freut mich sehr, dass Sie sich Zeit genommen haben und freut mich auch, dass Zuschauer dabei sind. Und diese haben natürlich wie immer die Möglichkeit, über unsere Chat in YouTube Fragen zu stellen. Tippt die einfach an der Seite in den Chat und schickt die uns, dann kann ich sie im Laufe des Gesprächs auch aufnehmen. Dann will ich auch direkt einsteigen. Ich warne auch schon vor, den Disclaimer gibt es auch noch, aber es ist erstmal eine Nicht-Disclaimer wichtige Frage an den Herrn Ingo Bayer von Morgenstern. Wann waren Sie denn das letzte Mal in China? Ja, das war um die Jahreswende und ich war eigentlich sehr froh, dass ich dann noch ohne Lockdown-Maßnahmen, denn damals war erst der Lockdown in Wuhan, auch rauskam. Ich hatte noch Vorlesungen gehalten, noch im späten Herbst und dann wieder live über Video im Frühjahr. Aber leider seitdem nicht mehr. Man kommt nach China, aber Sie müssen 2 Wochen in Quarantäne, die erste Woche ins Hotel und die zweite Woche in einer Wohnung. Und erst dann können Sie eigentlich wieder Firmen sehen und reisen. Haben Sie denn in nächster Zeit Reisepläne oder ist es erstmal damit auf Eis gelegt? Nein, wir werden sicherlich jetzt, wenn sich das weiter so entwickelt, werden wir sicherlich diese 2 Wochen Quarantäne in China in Kauf nehmen. Und danach kann man ja dann auch wieder sehr gut und sehr frei arbeiten. Das Virus ist ja in China im Griff. Ja, es gibt ja den Satz, der im Moment in China kursiert. Es gibt weniger neue Pandemie, also Covid-Fälle in ganz China als im Weißen Haus. Das ist fast was Wahres dran an dieser Stelle. Aber bevor wir auf das Thema eingehen, will ich kurz auch noch den Disclaimer zeigen, den ich ja schon angekündigt hatte. Wie immer findet ihr den unter dem Video verlinkt. Und die Kernaussage ist, macht bitte euer eigenes Research. Was wir hier machen, ist ein qualifiziertes Gespräch. Es ist keine Beratung und keine Empfehlung. Macht bitte euer eigenes Research. Abseits dessen, dass Sie ja dieses Jahr kaum in China waren, war 2020 für Sie ein sehr gutes Jahr mit Ihrem Fonds. Wie lief es denn da? Es lief wirklich hervorragend. Allerdings muss man auch sagen, wir haben ja ein komplettes Research-Team von unseren eigenen Leuten, unser eigenes proprietäres Research-Team in Shanghai. Und wir arbeiten auch sehr eng mit der Tsinghua-Universität, in der ich ja auch eine Honorarprofessur habe in Peking. Also wir sind sehr wohl präsent im Land. Leider war halt die physische Präsenz nicht sehr groß dieses Jahr, aber das ändert sich jetzt wieder. Der Fonds lief wirklich hervorragend. Wir sind jetzt, ich glaube, 48% im Plus seit Auflage im Juni 2019 und auch dieses Jahr bereits year to date 28%. Also es war wirklich, China war wirklich einer der großen Gewinner im Kapitalmarkt, muss man sagen, Gott sei Dank für uns, leider insgesamt durch die Pandemie. Herzlich willkommen auch an die neu dazugekommenen Zuschauer. Bevor ich gleich auch mit einer Folgefrage wieder auf den Herrn Ingo Bayer von Morgenstern eingehe, nochmal den Hinweis: Nutzt die Chance, Fragen zu stellen. Wir haben ja einen sehr spannenden China-Experten, der sicherlich auch eure Fragen auf die eingehen kann. Mich würde noch zu Ihrem Fonds interessieren, der ja sehr gut lief, was da die Werttreiber waren, für Ihre Performance in diesem Jahr. Ja, das Interessante ist ja, wir haben ja fast 50 Unternehmen im Fonds, 80% chinesische Werte und 20% asiatische Werte. Und wir haben gerade bei den chinesischen Werten praktisch ausschließlich Unternehmenswerte, die auf sehr disruptive Geschäftsmodelle setzen. Alle Firmen setzen auf digitale Geschäftsmodelle, sehr große Firmen zum Teil. Aber da gibt es dann zum Beispiel um mal einige herauszugreifen. Aber
Es war nicht, wie gesagt, nicht nur eine kleine Handvoll, die sehr gut liefen, es war wirklich die breite Masse. Ein iFlyTech, die in Artificial, in künstlicher Intelligenz unterstützter Spracherkennung arbeiten, heute in allen Systemen in China, praktisch in allen Systemen eingesetzt werden, irrsinnigen Marktanteil haben, auch zwischenzeitlich in intelligente Spielzeuge geben, edukative Programme über Spracherkennung auch haben. Oder zum Beispiel die Firma Meituan Dianping ist ein chinesisches Unternehmen, das eine Webseite betreibt für ja ursprünglich für Lieferservices, also für Essen, Essenauslieferung. Zwischenzeitlich bieten die allerdings eine irrsinnig breite Palette an von Kinokartenverkauf, von Hotel, Reisebuchen, Carsharing. Also alle interaktiven Modelle, B2C-Modelle, die heute angeboten werden. Und als drittes Firma würde ich gerne eine meiner Lieblingsfirmen, Ping An Good Doctor, nennen. Ich hatte es schon mal in diesem Rahmen auch erzählt. Ping An Good Doctor ist letztlich eine Telehealth-Plattform, die Patienten mit Ärzten verbindet. Also im Fall, ein Patient hat ein Lungenproblem, passiert leider in China häufiger durch die schlechte Luft, lässt die Lunge röntgen. Dieses Röntgenbild geht in eine Datenbank, wird verglichen über künstliche Intelligenz mit 100 Millionen anderen Röntgenbildern. Und nicht nur mit den Röntgenbildern, sondern auch mit der später durchgeführten Operation oder Diagnostik, also sozusagen, was war es denn wirklich, über künstliche Intelligenz korrigiert. Also das eigene Lungenbild wird eingeschickt, wird verglichen vom Rechner mit den anderen Bildern, geht zu einem Arzt und in 3 Wochen hatte Ping An Good Doctor 1,1 Milliarden Telehealth-Calls. In 3 Wochen nur 1,1 Milliarden Telehealth-Calls. Solche Firmen faszinieren uns, die wirklich neue, zukunftsweisende Geschäftsmodelle hinstellen. Hatten Sie auch Bereiche im Fonds, die dieses Jahr nicht so gut liefen und wo Sie dann auch langfristig nochmal sehr viel Potenzial sehen, weil Sie vielleicht ein bisschen unter die Räder gekommen sind? Also die Bereiche, in denen wir sind, eigentlich nicht. Wir leiden im Moment, ein Wunsch, den man ja gerne hat, ein Leiden, das man gerne hat, darunter, dass es zu viele hochattraktive Firmen gibt. Was Sie jetzt sehen im Wasserstoffbereich, was Sie jetzt sehen über gerade in den weiteren Unternehmen über in der künstlichen Intelligenz, was Sie sehen im digitalen, künstliche Intelligenz auch getriebenen Ausbildungsbereich, ist so faszinierend, dass wir immer vor der Frage stehen, was ist das noch bessere Unternehmen, was wir gegen ein hervorragendes Unternehmen austauschen. Wir hatten in der Vergangenheit 1, 2 Unternehmen, die wir rausgenommen haben. Das eine war THL Education, ein hervorragendes Unternehmen, aber wir hörten über unsere chinesischen Quellen, dass es dort eine sehr kleine Unzulänglichkeit in den betriebswirtschaftlichen Systemen gab. War nichts Großes, habe auch die eigene Mannschaft sofort gemeldet. Dennoch sind wir sofort rausgegangen, weil wir sagten, das sind Sachen, die wir gar nicht tolerieren wollen, ob es nur verschuldet oder unverschuldet sind. Also eine der ganz, ganz wenigen Beispiele von Unternehmen, aus denen wir rausgegangen sind in den letzten 15 Monaten. Hier kam direkt auch schon eine Zuschauerfrage, nämlich nach Ihrem Team in China. Sind das nur chinesische Staatsbürger oder haben Sie da auch ein internationales Team, was für Sie vor Ort arbeitet? Nein, wir haben in der Tat nur Chinesen und auch nur Mainland-Chinesen. Das ist auch wichtig, denn das ist leider heute doch so, dass es sehr unterschieden wird in China. Ist das ein Mainland-Chinese? Ist das ein American-born Chinese? Ist das ein taiwanesischer Chinese, ein Hongkong-Chinese? Und um wirklich in China sozusagen im Inner Circle zu sein, dann sollten Sie, das würde ich jedem empfehlen, mit Mainland-Chinesen und auch in China, in Mainland-China arbeiten, in Shanghai, Hongkong, Shenzhen, wo immer, aber eben auch nicht in Hongkong. Okay, das ist eine klare Aussage und eine klare Antwort an dieser Stelle.
Sie hatten ja schon das Thema Wasserstoff angesprochen und auch den Bildungsbereich. Vielleicht können wir das noch einen Moment vertiefen an dieser Stelle. Wasserstoff ist ja eigentlich ein neues Thema, was man mit China jetzt in Verbindung bringt, weil vorher war ja Elektromobilität das Hauptziel. Was passiert denn im Wasserstoffbereich? Also Wasserstoff ist hochinteressant und China hat eigentlich das Thema Elektromobilität schon abgehakt. Also im Sinne von, ja, völlig anerkannt, wichtig, müssen wir auch absolut adressieren. Heute ist jedes zweite Elektrofahrzeug der Welt wird in China gefahren und von den in China gefahrenen stammen auch, ich glaube, 95% oder so aus China selbst. Die Chinesen denken weiter, ja. Chinesen denken immer 100 Jahre Volksrepublik China in 28 Jahren. Wie sind wir dann aufgestellt? Und die Elektromobilität ist eben eine sehr attraktive Mobilität für leichte Fahrzeuge und kurze Entfernungen. Also für so City Cars, Motorroller. Aber wenn Sie auf Züge, Schiffe, LKWs, lange Strecken, schwere PKWs, lange Strecken gehen, dann ist aus unserer Sicht das Wasserstoff, die Wasserstofftechnologie tatsächlich auch aus Umweltgesichtspunkten heraus die Technologie der Zukunft. Wir sind in Deutschland, unsere Bundespräsidentin hat, unsere Bundeskanzlerin hat dieses zwar jetzt adressiert, aber wir sind da noch sehr, sehr zurückhaltend. China setzt alles auf diese Karte jetzt als eine der Zukunftstechnologien, auch zum Beispiel für den Punkt, dass man sagt, man hat auch in den chinesischen Wüsten extrem viel Solarenergie. Sie wird dort erzeugt, aber nicht gebraucht. Also neben eine große Photovoltaikanlage, riesen Photovoltaikanlage, stellen Sie eine Hydrolyse, also eine Wasserstoffgewinnungsanlage. Sie wandeln mit viel Energie Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff um, komprimieren das Wasserstoff oder tiefkühlen das Wasserstoff, um es transportfähig zu machen und bringen es an die Stellen im Land oder in der Welt, wo es gebraucht wird. Dort nehmen Sie den Wasserstoff wieder, verbinden ihn mit Sauerstoff und es entsteht ganz viel Energie, weil es ist also sehr, sehr stark Energie, sehr starker Energieträger und es entsteht im Prinzip Wasser. Also eine wunderbare Form, aber man braucht eben die Energie. Aber man hat die Energie an den Stellen, wo man sie nicht verbraucht und kann eben über eine Wasserstofftechnologie das treiben. Die Chinesen haben das total erkannt und investieren jetzt an vielen, vielen Stellen mit großer Staatshilfe in diese Technologie. Und ich befürchte, sie werden uns dort dann, wenn wir es richtig erkannt haben, auch den Rang abgelaufen haben. Also ist das eine Art Desertec, was China da macht? Das gab ja in Deutschland. Wird China auch bei dem ganzen Thema Verschmutzung und Umweltschutz langfristig sicher sehr helfen? Beim Thema Bildungssektor in China sind Sie ja in gewisser Weise Experte, weil Sie ja auch in China unterrichten. Vielleicht ist es ganz spannend, nochmal die Dimension des Bildungssektors in China darzustellen. Das ist ja im Gegensatz zu Deutschland eine ganz andere Bildungslandschaft und auch Universitätslandschaft, auch von der Masse der Leute, die dort Bildung wahrnehmen. Ja, also viele Punkte dazu. Erstmal, dass die Bildungsstruktur in China ist extrem hierarchisch. Sie haben zum Beispiel an den Universitäten zwei Super Elite University. Das ist also meine Alma Mater, die Tsinghua, und die Beijing University. Tsinghua ist die Technische Universität, beisitzende Peking. Tsinghua ist sozusagen die Kaderschmiede für das Politbüro. Beijing University, Geisteswissenschaftliche Universität, beide hervorragende Universitäten. Beide, die Tsinghua hat gerade, ich glaube, in dem weltweiten Ranking einen gigantischen Sprung gemacht in der Reihenfolge, sozusagen im Ranking. Chinesen, die ja doch nach wie vor in der Regel nur ein Kind haben, investieren viel, viel mehr, noch als wir das in Europa kennen oder in Deutschland kennen, in die Ausbildung der Kinder. Müssen Sie sich mal vorstellen, eine Familie in Peking investiert gut und gerne im Jahr 30.000 Euro in die Ausbildung des einzigen Kindes. 30.000 Euro, das sind unvorstellbar, verschulden sich zum Teil extrem, um dem Kind eine möglichst hochgerankte Universität zu ermöglichen.
Da greifen dann solche Online-Firmen, die auch zum Teil börsennotiert sind, die dann wiederum sehr attraktiv sind, weil diese sind komplett über ein Online-Learning ausgerichtet, den Kindern den Sprung in die bessere Universität zu leisten. Die Kinder lernen unglaublich lange Stunden, also nicht dieses den deutschen Unterricht von 8 bis 1, sondern es gibt eigentlich dann für die Kinder auch nichts anderes als Lernen. Für meine Kinder wäre es eine Horrorvorstellung, aber die Chinesen haben den Drang und den Wunsch, da eben in der Ausbildung sehr schnell nach vorne zu kommen. Und wie kann man das als Investor spielen, diesen riesigen Sektor? Ja, es gibt ja schon einige Firmen. Ich hatte diese eine Firma TAL genannt. Da gibt es unterschiedliche Firmen. Die einen sind ausgerichtet auf Fremdsprachen. Die anderen sind wiederum ausgerichtet auf sozusagen in die nächsthöhere Stufe zu kommen. Wir schauen uns gerade im Moment eine Firma an, die letztlich bereits Schüler in das ganze Thema IT, Programmierung, Mathematik früh reinbringt, also ab 10 Jahre bereits Kurse anbietet, ungefähr 8 Stunden die Woche. Die fangen mit so Python-Programmiersprache an, also eine sehr leichte Programmiersprache, und gehen dann bis C++ hoch, also könnten dann praktisch irgendwann sofort sich die Hälfte ihres Bachelorprogramms sparen. Also mit einem wahnsinnigen Leistungsanspruch die Kinder gerade auch schon auf solche Zukunftstechnologien mit auszubringen. Die so Fortbildungs gibt es weniger. Also das attraktive Ausbildungsthema ist wirklich das Thema Schüler und dann auch Studenten. Und da gibt es einen interessanten Trend, eine Seitenbemerkung dazu, dass man sagt, man macht ein Blended Design zwischen inhaltlicher Ausbildung, aber auch Teamarbeit, Mentorship, Apprenticeship, was man physisch macht, die eigentliche Wissensvermittlung in diesen ganz modernen, sehr zukunftsweisenden Konzepten geht zunehmend digital und auch online mit Videos und Animationen und auch mit Artificial Intelligence gesteuertem Lernen. Also, dass die Programme verstehen, wo der Einzelne steht und holen den an dieser Stelle ab und verstehen, welches Lernen dem einen Spaß macht und dem anderen nicht. Der eine lernt lieber konzeptionell, also ich lerne immer gerne mal so einen theoretischen Rahmen und eine Struktur. Die anderen lernen viel lieber in Spielen und Anwendungen. Das Lernen, das Verstehen, diese künstlichen Intelligenz-Lernprogramme. Und das wird dann aber ergänzt durch eine, durch Teamarbeit, durch Offline, durch Treffen der Leute, durch Mentorship, durch Zusammenarbeit. Und das sind diese Firmen, die wir früh identifizieren müssen und in diese Firmen wir dann tatsächlich sehr, sehr gern mit großer Begeisterung gehen, weil die eine neue Welt in diesen einzelnen Themengebieten, in den einzelnen Sektoren schaffen. Es kommen ein paar Zuschauerfragen. Ich greife gerne auch die beiden, die sich zum Thema Bildung beziehen, auf. Wie stark ist das Prestige, von Matthias die Frage, also wie stark ist das Prestige eines ausländischen Bildungsabschlusses, insbesondere USA in China, gefallen? Haben inländische oder andere ausländische Bildungsinstitutionen davon profitiert? Das ist eine erste Frage. Also ist die Frage, die Frage richtig verstehen, ist zu sagen, ist das Prestige einer US-Ausbildung in China gefallen? Ja. Ach ja, also es ist so, da gibt es jetzt zwei Sichtweisen. Da gibt es noch die eine Sichtweise, die sagen, ein US Ivy League Abschluss in China hat nach wie vor noch ein extrem hohes Standing. Tsinghua ist noch nicht unter den ersten 10 Universitäten der Welt. Und da ist in vielen Dimensionen, ist in diesen Ranking-Kategorien so eine US-Ausbildung schon noch überlegen. Und das sehen viele, gerade, sag mal, intellektuell sehr gebildete Chinesen sehr wohl.
Auf der anderen Seite gibt es einen irrsinnigen Nationalstolz, die da sagen, wozu müssen wir uns bitte in Amerika ausbilden lassen, wo wir doch selber so gute Universitäten haben. Ich, als Beispiel kann ich nur sagen, ich habe da seit 15 Jahren, wie gesagt, die Professur an der Tsinghua-Universität, war ja 30 Jahre bei McKinsey, dann 10 Jahre davon in China und parallel dazu habe ich also immer an der Tsinghua mitgelehrt, heute noch. Und es gab einen Zeitpunkt, wo Tsinghua alle ausländischen Professoren praktisch rausgeschmissen hat. Lassen Sie es mich mal so salopp formulieren, weil sie sagten, wir brauchen die nicht. Wir haben eigene Kapazitäten im Land, die in der Lage sind zu richten. Ich hatte das Riesenglück, dass ich unter dem Schirm McKinsey sitzt im Beirat von Tsinghua, ich war mit da sozusagen assoziiert in dem Accelerator von Tsinghua, dass man sagte, also den Bayer Morgenstern, den lassen wir da mal drin. Und ich, nach meiner Kenntnis, war ich für längere Zeit der einzige ausländische Dozent. Also da kommt diese irrsinnige, wir sind wir, Mentalität, wir brauchen keine Ausländer. Das ist spannend. Die zweite Frage zum Thema Bildung greift diese Idee der Lerntage oder diese Lernintensität auf und die auch mit dazu beiträgt, dass viele immer mehr auf Sehhilfen angewiesen sind. Gibt es denn für Sie, haben Sie da irgendeine Firma entdeckt in China, die von diesem Trend profitiert? Nein, aber ich verstehe die Frage sehr gut. Also das habe ich jetzt noch nicht. Es gibt sogar Abstandshalter, wenn Sie mal so Bilder sehen aus den chinesischen Grundschulen, da sind Bretter aufgebaut, dass die Kinder nicht zu nah an den Bildschirm ranrücken, was natürlich dann schon wieder was komisch ist. Die Ausbildung hat ganz unterschiedliche Stufen durchlaufen. Die frühere, ich habe es noch bei unseren eigenen Kindern gesehen, als sie in die Grundschule gingen, da stand ein Chinese vorne mit einem Stock und hat dann ER, San, Se, O, also 1, 2, 3 und so weiter, musste man die Sachen aufsagen. Der nächste Schritt war dann schon, oder die heutigen Schritte sind dann schon sehr viel mehr in, sag mal, moderneres Lernen, Klammer auf, auch noch mit Vorbehalten in den reinen chinesischen Schulen. Und der dritte Schritt geht dann tatsächlich über künstliche Intelligenz gesteuertes Lernen, was den Lernerfolg dramatisch erhöhen wird. Denn wir werden eine enorme Steigerung der Lerngeschwindigkeit sehen über die nächsten Jahre, wenn wir künstliche Intelligenz mit in China und in anderen Ländern in die Lehre mit einbringen. Jetzt kommt eine Frage, die ein bisschen ab ist vom Bildungsthema, von Antonio. Er fragt, ist man mit einem Emerging Markets, ist man ausreichend in Emerging Markets investiert, wenn man in China investiert? Oder sollte man besser einen MSCI China bevorzugen? Und wieso gibt es China noch als Schwellenland? Und wieso gilt China noch als Schwellenland? Ich würde die Frage vielleicht noch ein kleines bisschen umformulieren. Wo unterscheiden Sie sich denn in Ihrem Investmentansatz auch von dem MSCI China? Also, wenn Sie sich mal die chinesischen Börsen angucken, es gibt ja zwei Standorte, das eine ist Shanghai, das andere ist Shenzhen. Jeder Standort hat unterschiedliche Börsen. Also da haben Sie in Shanghai haben Sie die klassische Shanghai-Börse und Sie haben jetzt den Star Market, der ist seit letztem Jahr, das ist so quasi die Nasdaq. Auch in Shenzhen haben Sie zwei verschiedene Börsen. Schauen Sie sich aber mal den Index an, dann ist der Index im Wesentlichen immer noch dominiert von den großen staatlichen Firmen. Also China Oil, China Gas, Bank of China. Also wenn immer China im Namen drin steht, ist auf jeden Fall schon mal staatlich. Viele andere Firmen sind auch staatlich, obwohl kein China oder keine Provinz oder keine Stadt drinsteckt. Das muss man sehr genau verstehen. Die staatlichen Firmen haben einen enormen Produktivitätsnachteil, wachsen sehr viel geringer und bei denen sind Firmen, die einen hohen staatlichen Einfluss haben, der zur Beschäftigungssicherung sehr viel beiträgt, der allerdings nicht zur, sagen wir, Leistungsfähigkeit und Produktivität des Unternehmens beiträgt. In diese Unternehmen wollen Sie natürlich nicht investieren. Sie wollen in private, börsennotierte Unternehmen investieren, bei denen der Staat nicht so viel Einfluss hat oder gar keinen Einfluss hat, gar keinen gibt es nicht, aber nicht so viel Einfluss hat, die, sagen wir, unternehmerisch geführt sind. Die Performance-Unterschiede dieser zwei Kategorien sind enorm. Wenn Sie sich einmal den Index CSI 300 mal über 7, 8 Jahre anschauen,
dann meinen Sie, es gibt eine Entkopplung des Kapitalmarkts von der Realwirtschaft. Ja, der Index ist fast nicht gestiegen, obwohl die Realwirtschaft, sagen wir, am Anfang mit 10% stieg, letztes Jahr noch mit 6,3 oder sowas und dieses Jahr auch mit 3% oder sowas steigt. Im Übrigen, China wird dieses Jahr wahrscheinlich die einzige Volkswirtschaft der Welt, die noch wächst. Ja? Mit immerhin 2-3%, alle anderen schrumpfen, was China zur Weltmarktführerschaft jetzt auch beschleunigt im Übrigen. Wenn Sie sich aus diesem CSI 300 mal die 10 größten oder 20 größten Staatsunternehmen heraus anschauen, stellen Sie fest, die sind genau parallel zum Index gelaufen. Eigentlich muss man es andersrum formulieren. Der Index ist parallel zu den 20 größten Unternehmen gelaufen, weil die den Index dominieren. Ziehen Sie jetzt mal die 20 größten privaten Unternehmen aus dem Index heraus, sehen Sie, die haben sich fantastisch entwickelt. Die haben sich versiebenfacht, verachtfacht. Das sind eben diese Unternehmen, die auf neue Geschäftsmodelle, digitale Geschäftsmodelle, disruptive Geschäftsmodelle setzen, auch groß sind. Ja, die haben heute schon 3, 4 Milliarden Umsatz, wachsen mit 35, 40%, sind unverschuldet, weil ja die Banken und private Unternehmen praktisch keine Kredite geben. Die Kredite gehen fast alles nur in die Staatsunternehmen. Das sind Unternehmen, in die wollen sie investieren. Und das sind Unternehmen, die auch diese fantastische Performance jetzt unseres Arcatis Chili Marco Polo Fund, Asien Fund, sozusagen treiben. Das ist Chilien. Ich spreche ihn immer Quilien aus, aber Können Sie machen, wie Sie wollen. du hast dazugelernt. Das ist gut. Ich greife gerne auch die nächste Zuschauerfrage auf, weil die ein auch sehr wichtiges Thema mit Hinblick auf China beleuchtet. Wie sieht denn die langfristige geopolitische Beziehung zwischen China, USA, Europa aus? Wird sich eventuell ein Protektionismus einpendeln? Wie sehen Sie die Dynamiken hier? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir werden zwei Hemisphären kriegen. Es wird was wir eigentlich schon fast haben, zwei Hemisphären, eine US-Hemisphäre und eine China-zentrierte Hemisphäre. Wir sehen das heute an dem, ich sag mal, Placebo-Streit Huawei, dass die Amerikaner Huawei blocken, die Europäer ziehen sich hier, der eine möchte es, der andere möchte es wieder nicht. Am Ende des Tages wird sich Europa oder die Länder, einzelne Länder in Europa auf die eine oder andere Seite schlagen müssen. Ja, es wird schwer sein, neutral zu bleiben. Wir sehen das ja, wie gesagt, gerade in diesem Huawei-Streit. Europa verschläft gerade die Zukunft und zwar flächendeckend. Wir zerstreiten uns zwischen den Ländern. Wir haben keine eigene Linie mehr. Wir würden gut dran tun, wenn wir eine Linie, sagen wir, mit den Amerikanern zusammen hätten. Aber wir haben natürlich Angst vor dem großen Exportvolumen, gerade noch in der Autoindustrie und anderen, die zu verlieren gegenüber China. Europa verschläft leider auch die neuen Technologien. Schauen Sie mal, früher gab es doch wirklich Technologieunternehmen in Deutschland. Früher war Siemens ein Hightech-Unternehmen, der ICN, die Siemens Kommunikationstechnik, war absolut Hightech. Was haben wir denn heute noch in Deutschland? Da gibt es noch ein super gutes SAP, aber dann wird die Luft schon ganz dünn. In dem ganzen Internetbereich haben wir gar nichts mehr. Ja, gar nichts mehr. Und die Werte, die Wertgenerierung in den USA, wie wir alle wissen, wird durch 5 Unternehmen getrieben. Und die Chinesen setzen voll auf die nächsten Technologien. Wir nennen es so Leapfrogging. Es gibt eine bestehende Technologie, die ist sehr kapital, sagen wir mal, den normalen Verkauf über Geschäfte, sehr kapitalintensiv, sehr anfällig gegen Krisen, wie wir jetzt gerade in der Pandemie sehen. Chinesen sagen, wir können es das gar nicht leisten, einen Autoverkaufsstore in jeder erreichbar für jeden Bürger zu haben. Also gibt es Showrooms und ansonsten geht das digital über Internetplattformen. Der gesamte Verkauf geht über Internetplattformen. Die Bezahlung läuft über WeChat oder Alipay. Bargeld wird, ich sprach gerade einen Freund, der in China lebt, der sagt, er hat seit 7 Monaten keinen einzigen Cent mehr in der Hand gehabt, keinen RMB, keinen Yuan mehr gehabt, sondern alles über Smartphone bezahlt. Also Chinesen springen auf diese Technologien.
Und wir sind leider in Europa außen vor. Ja, wir sind kein digitaler Technologiereiter mehr in irgendeiner Beziehung. Und da laufen uns leider gerade die Amerikaner und die Chinesen so den Rang ab, was traurig ist. Sie hatten das Stichwort Huawei angesprochen. Ich hoffe, ich ordne das jetzt richtig ein. Da gab es ja den Streit um die Android-Lizenzen und die Software. Hat das dann, was für Auswirkungen hat das strukturell in China? Ja, das war ein Schock für die Chinesen. Ja. Also das Betriebssystem hatte man ja noch, man griff ja sehr gerne auf das Apple-Betriebssystem zurück und man griff gerne auf Qualcomm-Chips zurück. Jetzt plötzlich, als der Trump da mal reingrätschte, Klammer auf, was man bei aller Kritik, den man Trump gegenüberbringt, wo man konzidieren muss, das ist jetzt, hatte er dann auch mal recht. Kamen die Chinesen in eine Art Schockstarre, denn die Chinesen sagten: Ach du großer Gott, wir sind ja so führend in allen Digitaltechnologien heute schon, parallel zu den Amerikanern. Aber zwei Kernelemente in der Digitalisierung, nämlich Chips und Betriebssysteme, haben wir nicht. Das war wirklich ein Schockmoment vor vielleicht einem Dreivierteljahr, einem Jahr. Seitdem investiert China massivst in diese Themen und die Milliarden, die heute in die Halbleiterindustrie gesteckt werden, um einfach zu sagen, da müssen wir jetzt hin mit aller Kraft, die werden natürlich irgendwann Früchte schlagen. Noch ist China nicht auf der Halbleiterei, noch nicht da, wo der Westen ist. Ja, da ist auch ein Infineon ehrlicherweise weiter. Noch, aber das sind jetzt eine der ganz, ganz wenigen letzten Bereiche. Spannend. Gibt es was Neues zum Thema KI in China? Und natürlich auch immer will ich gerne nochmal die Zuschauer einladen, Fragen zu stellen, die ich gerne aufnehmen kann und unseren Experten weitergeben kann. Meine Frage jetzt daran anknüpfen ist: Gibt es noch was zum Thema Neues zum Thema KI? Also das Thema künstliche Intelligenz ist in China ein ganz großes Thema, ja. Also, wie viel immer, man liest, der Staat hätte dieses Jahr 70 Milliarden Dollar in künstliche Intelligenz investiert. Dann kommen noch die ganzen Investments von Baidu, von Alibaba, von Tencent, aber auch den ganzen anderen Firmen, iFlytek, wie sie alle heißen, Meituan. Der Betrag, egal wie groß die Größe war, der Betrag ist gigantomanisch. Ja, ich weiß nicht, wie viel Deutschland in KI, es gab ja gerade den KI-Preis, aber das ist die Kleinstflamme dagegen. Und China macht das dann, diese Investments, mit einem großen Kabums, das muss man sagen. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Wenn Sie heute in Deutschland zu einer Bank gehen und ein Darlehen beantragen, als braver Mittelstandsbürger, dann sitzt sie in einem Bankbeamter gegenüber und der prüft genau 10 Kriterien, ja, nämlich ihren Gehaltszettel oder ihren Lohnzettel und 9 weitere. In China sind sie, wenn sie zu einem Fintech-Unternehmen und dort einen Personal Loan beantragen, steht dahinter eine künstliche Intelligenz, die prüft 5000 Datenpunkte. 5000. Und da kommen Sachen raus, an die hätte man nie gedacht und die ein Schalterbeamter auch gar nicht machen kann. Wer hätte gedacht, dass der Ladezustand eines Telefons ein gar nicht schlechter Indikator der Kreditwürdigkeit eines Menschen ist? Denn, und das ist jetzt natürlich alles Statistik, ein geringer Ladezustand des Telefons hat eine relativ hohe Korrelation mit einer geringeren Kreditwürdigkeit. Oder wer hätte gedacht, na, das hätte man vielleicht gedacht, aber wer hätte es untersucht, dass die Geschwindigkeit, wie man auf einem Mobile Phone die Daten für seinen Kreditantrag eingibt, ist man flüssig in der Eingabe oder ist man zögerlich, hat eine hohe Korrelation mit der Kreditwürdigkeit. Ja, wenn Sie kreditwürdig sind und Sie werden gefragt, was verdienen Sie im Monat? Und Sie wissen, Sie verdienen, ich weiß nicht, 2.800 Euro, dann geben Sie relativ zügig den Bereich 2.000 bis 3.000 Euro ein. Wenn Sie aber nicht so kreditwürdig sind, dann zögern Sie bei diesen Sachen.
Sowas wertet alles eine künstliche Intelligenz mit aus und kommt damit zu einer so viel geringeren Ausfallrate bei, sagen wir, Kleinkrediten, dass damit die Zinssätze auch wesentlich geringer angesetzt werden können. Und damit der Nutzen für den Kreditnehmer wiederum viel höher ist, weil der ein Drittel weniger Zins bezahlt, weil eben die Bank, die dahinter liegt, ein sehr viel besseres Ausfallrisiko ermöglicht hat. Meist sind es keine Banken mehr, meist sind es tatsächlich Fintech-Unternehmen, die einfach diese Bankgeschäfte, auch da die Bankgeschäfte komplett ersetzen. Es klingt faszinierend, gleichzeitig sträuben sich bei mir ein bisschen die Nackenhaare zu Berge. Beim Thema Überwachung ist China ja schon auch teilweise gespenstisch, was man da an Geschichten hört. Ich würde gerne noch auf das Thema Baidu eingehen, vielleicht auch im Vergleich zu Alphabet, wie Sie Baidu da sehen, in China aufgestellt und ob Sie selbst vielleicht auch mit dem Fonds in Baidu investiert sind. Wenn Sie dazu nichts sagen wollen, können Sie es gerne auch, können wir den Punkt auch gerne überspringen, aber ich würde es interessieren. Ja, doch, doch. Also wir halten Baidu für einen, oder lassen wir mal anders sagen. Wir sehen 24 Sektoren in China für sehr attraktive Sektoren. Das sind alles Sektoren, die wachsen, die haben neue Firmen, neue Geschäftsmodelle, Sektoren, wo die Stars der Industrie auch unverschuldet sind, aber dennoch mit 20 bis 40% im Jahr wachsen, bei so einer Größenordnung, die wir so lieben, von vielleicht 3-4 Milliarden Dollar Jahresumsatz. Es gibt eine Ausnahme in diesen attraktiven Industrien und nicht attraktives Stahl, Kohle, Fabric. Die Banken sind auch eine sehr unattraktive Industrie für den Investor. Es gibt eine Industrie in dem attraktiven Bereich, das ist der ganze Internetbereich. Also die Tencent, Baidu, Alibaba. Das sind Mega-Giganten, wie wir alle wissen. Die haben auch alle Dual-Listing, USA. Jetzt ziehen sie zurück nach Hongkong, weil USA wird schwieriger. Dann aber Dual-Listing in China und in Hongkong und so weiter. Da kommt man an diesen drei Großen einfach nicht vorbei. Denn wenn diese drei Großen ein neues Geschäft sehen, ein neues Geschäftsmodell sehen, was vielleicht auch ein börsennotiertes Unternehmen aufgegriffen hat, dann machen sie dieses Unternehmen, übernehmen sie das Unternehmen, kaufen es schlichtweg, meist schon vor der Börsennotierung, oder sie bauen ein eigenes Angebot auf, gegen das sie als kleiner, selbst als kleineres börsennotiertes Unternehmen nicht mehr gegen ankommen. Also da ist es wirklich so, die sind zwischenzeitlich so, haben so, zwischenzeitlich so eine Monopolstellung, was schon auch kritisch ist im Übrigen, ja. Also was kam mit jedem Wettbewerb vollkommen verzerrt zwischenzeitlich, dass sie an diesen Unternehmen nicht mehr vorbeikommen. Die Äquivalente gibt es alles in den USA, ja. Das können sie eins zu eins spiegeln. Die stehen sich nicht im Weg. Die sind praktisch die Vorreiter dieser zwei Hemisphären. Baidu ist hochattraktiv. Baidu ist sicherlich im Bereich künstliche Intelligenz, würde ich fast sagen, führend in China. Spannende Einschätzung. Noch anknüpfend an das Thema KI kam mir gerade eine Frage rein, ob der enorme Datenpool, den China hat, auch mit dazu beiträgt, dass sie beim Thema KI zwangsläufig Weltmarktführer werden könnten. Ja, ist so. Chinesen speichern 10-mal mehr Daten als die Amerikaner. 10-mal mehr. Kein Wunder, es sind auch 4-mal mehr Menschen. Ja, aber dennoch, wahrscheinlich sogar pro Mensch wird die Zahl 10-mal Daten sein. Haben ja gar keine Restriktionen im Speichern von Daten. Ja. Und darüber kann man ja dann auch durchaus, wenn wir mal die westliche Brille aufsetzen, sehr, sehr die Stirn runzeln, geben diese Daten auch zu den Unternehmen, die Sie als zukünftige KI oder Weltmarktführer ansehen, die Daten weiter. Ja, auch persönliche Daten weiter. Also sozusagen Datenintransparenz, das Wort gibt es in China nicht. Damit hat natürlich ein Baidu oder ein Tencent oder ein Alibaba oder wie sie heißen, natürlich auch so eine unglaubliche Datenverfügbarkeit, mit denen man jetzt mit einer künstlichen Intelligenz überlagert,
auch alles herausfinden kann. Ich meine, woher kriegt man denn 5000 Daten, um eine Kreditwürdigkeit eines Menschen zu überprüfen, um dann sogar das Zögern bei der Eingabe der Informationen zu nutzen? Das kriegt man natürlich nur, wenn man Zugang zu allen persönlichen Daten hat. Eine andere Diskussion ist, wollen wir das? Das ist eine schwierige Diskussion, die uns natürlich immer wieder gestellt wird. Wenn ich meine Studenten frage in China, dann sagen die meisten, was ist denn bitte jetzt euer Problem mit der Überwachung? Wir sind in der Lage, eine Pandemie in kurzer Zeit unter Kontrolle zu kriegen. Werden langsam eins der sichersten Länder der Welt. Wir kriegen die Korruption zunehmend in den Griff. Wir wollen doch gerade die Überwachung, wir wollen doch keine schlechten Menschen haben. Passt das in unsere humanistische Wertvorstellung, wie wir groß geworden sind? Tja, schwierig. Aber dürfen wir als sagen, wir, unsere humanistische Welteinstellung ist sozusagen der Heilbringer für die Welt. Es gibt keine andere. Also ich hab aufgehört zu werten. Es gibt sicherlich Dinge in China und Dinge in Deutschland, die ich absolut ablehne für mich selbst. Aber habe zwischenzeitlich gelernt, dass ich sage, man kann nicht immer das eigene Wertesystem über alles drüber stülpen und sagen, das ist jetzt das Einzige, was gilt, sondern man muss schon sagen, sind diese Menschen in dieser Struktur denn zufriedene Menschen, werden das langfristig auch bessere Menschen sind, geht es den Menschen besser? Also eine schwierige Frage. Definitiv. Vielleicht auch noch eine weitere schwierige Frage ist das Thema Rechtssicherheit. Sie hatten ja schon vorhin erzählt von Ihrer Zeit an der Universität, wo es dieses Wir-sind-wir-Gefühl gab und viele ausländische Professoren auch entlassen wurden. Könnte denn sowas auch am Aktienmarkt passieren, dass es für Ausländer nicht mehr rechtssicher ist, in China zu investieren und man dann seine Besitzrechte verliert, die eher durch ADR und sonstige Konstruktionen eher schon eingeschränkt sind? Also ich sehe das sehr, sehr wenig kritisch, das Thema. Die Antwort ist eigentlich, ich bin eigentlich geneigt zu sagen, nein, das Risiko läuft man nicht. Warum? China hat zwei große Ziele. Das eine Ziel ist der soziale Frieden. Deshalb hat man die Staatsunternehmen zum Beispiel eine Beschäftigungssicherheit. Deshalb kriegt jeder Chinese im Jahr seit, ich weiß nicht, 15 Jahren eine jährliche Lohnerhöhung so von 12%. Müssen Sie sich mal vorstellen, 12% jedes Jahr. Wir reden, was für ein katastrophaler Fehler ist meines Erachtens in Deutschland, dass wir viel zu geringe Lohnerhöhungen haben, viel zu gering. Und damit langfristig den Mittelstand ja so schwächen. Wir brauchen den Mittelstand so dringend. China hat gar nichts mehr unter dem Mittelstand. China hat in 10 Jahren, in 8 Jahren die Armut in den Mittelstand katapultiert durch diese Lohnerhöhungen. Also China hat zwei Ziele. Das eine ist sozialer Frieden und das andere ist Weltmarktführerschaft. Alles, was Sie sonst in China sehen, können Sie, und ich vielleicht disaggregiere oder synthetisiere etwas zu hoch, aber können Sie im Prinzip in diese zwei Blöcke nehmen. Weltmarktführerschaft, was bedeutet das? Sie brauchen eine zuverlässige Börse und Sie brauchen eine zuverlässige Währung. Und Sie brauchen auch verlässliche Systeme. Und wenn ich sehe, dass China vor, weiß nicht, 4, 5 Jahren, als es diese disruptiven Sachen gab im Kapitalmarkt, als China dann so stark eingegriffen hat, wo wir alle nur sagten, das kann jetzt wohl bitte nicht wahr sein, hat sehr viel daraus gelernt und hat heute eigentlich, muss ich sagen, einen Kapitalmarkt, der ist sehr, sehr ähnlich schon der Seriosität, der Qualität der internationalen Kapitalmärkte. Sie sehen ja auch, es gibt fast keine, ich sage mal, Frauds mehr, Unternehmen, die
Bilanzmanipulationen haben, hat sich extrem reduziert. Es war das Luckin Café, das war THL, was man in Deutschland gar nicht mitgekriegt hat. Viel mehr fallen mir im Moment gar nicht ein. Und lassen Sie uns mal den Stein auch nicht, ich will gar nicht Wirecard erwähnen, aber lassen Sie den Stein Dieselaffären gar nicht so furchtbar weit werfen von uns. Das Ziel, Weltmarktführer zu werden, was so ein hohes Ziel bei der Chinesen ist, ist ja alles schon in den Plänen manifestiert, erfordert einen funktionierenden und einen seriösen Kapitalmarkt. Insofern ist meine Sorge, das war jetzt eine lange Antwort, aber meine Sorge ist da sehr gering. Es wird immer professioneller. Die Frage kam von Matthias. Falls du, Matthias, noch weitere Fragen hast, gerne jetzt in den Chat stellen. Ich rufe auch gerne die anderen auf, Fragen in den Chat zu stellen. Das ist unsere letzte Runde für Fragen. Vielleicht greifen wir noch mal zum Ende hin das Thema Corona auf. Wie ist denn dann die aktuelle Situation in China? Ja, es ist, also zunächst mal zwei Antworten. Erstmal, Corona ist im Griff, China ist back to business. Es gibt jetzt nur noch, ich weiß nicht, zwischen 10 und 20 Fälle pro Tag, das ist gar nichts, ja, gemessen bei 1,4 Milliarden. Wie hat man es gemacht? Jeder Chinese hat ein Mobilfunk, ein Handy und auf dem Handy ist auf dem Homescreen ist gelb, grün, also grün, gelb oder rot. Wenn man nichts hat und in keinem Kontakt war, ist grün, dann kann man sich relativ frei bewegen. Es gibt auch keine Maskenpflicht außerhalb der Häuser und so weiter. Wenn man feststellt, ich war in einem Bus und in dem Bus wurde am nächsten Tag einer Corona-positiv getestet, dann geht bei einem sofort, man war aber 1,5 Meter weg von dieser Person, das kann das Ortungssystem genau auf 10 Zentimeter genau feststellen. Geht bei einem sofort die gelbe Farbe aus. Man muss sich sofort testen lassen. Man kann dann auch nicht mehr in Häuser rein, in Büros rein. Man kann nicht mehr bezahlen. Man muss sich sofort testen lassen. Und man kommt im Zweifelsfalle in Quarantäne, auch wenn man negativ ist für 2 Wochen. Ist es rot, dann übernimmt der Staat sozusagen die Oberaufsicht des Einzelnen. Das ist eine Exekution der Maßnahmen, die ist so rigide, dass halt, wenn ein Fall irgendwo auftritt, dieser Fall auch real-time unter Kontrolle gebracht wird. Aber dennoch hat das Corona, was ja ohne Frage aus China kam, schon ganz erhebliche Änderungen gemacht. Und vielleicht nochmal meine drei, vier Snippets dazu. Also erstens, die Chinesen waren ja seit Olympiade 2008, Weltausstellung 2010, und wir haben das mit meiner Familie, haben wir das so hautnah erlebt, sehr, sehr selbstbewusst geworden. Ja, bis vor der Olympiade war das Selbstbewusstsein der Chinesen nach außen gezeigt und noch sehr gering. Heute ist das bärenstark. Corona hat, weil Sie jetzt gesagt haben, immer, ich sagte es ja am Anfang, mehr Corona-Fälle im Weißen Haus als in China, hat nicht nur diesen Stolz hervorgebracht, die haben fast schon sehen, fast schon viele Chinesen, nicht alle, ja, aber viele Chinesen die Partei und den Präsidenten als Heilsbringer, der dieses Land als einziges der Land in der Welt Corona bewältigt hat, das einziges der Land der Welt, was dieses Jahr noch wächst mit 2 bis 3%. Ein enormes und das Ganze ohne, wie schrieb ein Freund von mir, Bazooka-Förderungen. Ja, China, der alte Chef der Deutschen Handelskammer, schrieb mir gerade, wir haben es in China ohne die Bazooka-Förderung geschafft. Also Punkt 1, stärkeres Selbstbewusstsein. Plus 2 ist, was wir jetzt sehen, ist, dass das Covid, die Blockaden Handels USA, China hat sehr stark gegriffen, positiv wie negativ, dass der internationale Handelsketten waren stark geschädigt, sodass die Chinesen gesagt haben, nächste Wachstumswelle wussten wir schon immer, haben wir auch gemacht, aber kommt durch Konsum. Jetzt noch viel mehr, als wir das vorher eigentlich schon geplant hatten. Drittes großes Thema der Beschleunigung durch die Pandemie ist die Digitalisierung. Was wir jetzt sehen, also diese Schockzustände, die auch durch die Betriebssysteme oder die Semikontakte, wir sprachen darüber, kamen, dass jetzt die Chinesen sagen, jetzt müssen wir digitalisieren, wir müssen die Digitalisierung in die Ausbildung bringen, wir müssen die künstliche Intelligenz vorantreiben, wir müssen auch die neuen Geschäfte wie Wasserstoff schon als Nachfolgetechnologie, als additive Technologie zur Elektromobilität fördern. Und das vierte Punkt ist tatsächlich, dass sie sagen,
Jetzt nutzen wir die Gunst der Stunde, nicht nur vor 2030 Weltmarktführer zu werden, sondern vor 2030 auch im internationalen Kapitalmarkt, ja, vielleicht sogar die Nummer eins zu werden, im Sinne von größte Börse und größte Weltwährung für die Zentralbanken. Ob sie das jetzt schaffen bis 2030, weiß ich nicht, aber der größte Kapitalmarkt wird sie sicherlich werden. Das ist spannend. Bevor ich Ihnen zum Ende hin unseres Gesprächs noch den Raum gebe, was hinzuzufügen, würde ich gerne noch eine Frage stellen. Was sehen Sie denn aktuell als die attraktivsten Investments in China an? Ja, das ist, das Schöne an China ist, dass es nicht ein, zwei, drei Unternehmen sind. Schauen Sie mal, in den USA, jetzt bin ich ich war zwar lange in den USA auch gelebt, aber bin kein ausgewiesener US-Experte. Aber wenn ich mir die Wertgenerierung in den USA angucke, dann sind das fünf Unternehmen, die einen signifikanten Anteil der Wertgenerierung in den letzten Jahren in den USA gemacht haben. Das ist in China nicht so. Das ist das Schöne, dass sie China eine Breite haben. Wie gesagt, wir sind in 24 Sektoren, die wir attraktiv finden, die sich wirklich nach vorne schieben. Aber Sie können sagen, attraktiv ist alles, was börsennotiert ist, aber privat geführt, wo der Staat wenig Einfluss hat. Attraktiv ist in diesen 24 Sektoren immer die Nummer 1 oder 2 in diesem Sektor, aber das 24 mal 2 sind sie schon bei 48 Unternehmen. Das ist so ungefähr die Anzahl der Unternehmen, die wir im Fonds haben. Attraktiv sind die Unternehmen, die neue Geschäftsmodelle aufsetzen, die Asset Light sind, die keine riesen Kapital, Steine, Erden, Kapitalinvestitionen haben, die aber neue, sehr viel schnellere, kundenorientierte, datengestützte Geschäftsmodelle haben, Unternehmen, die nicht verschuldet sind und eben dieses enorme Wachstum haben. Das sind so, sagen wir, die, und von dieser Kategorie haben wir etwa 100 Unternehmen auf dem Bildschirm, in die wir in vielleicht 40, 45 investieren. Ja, das ist so meine, wäre so meine, und das Schöne ist, ich muss nicht auf fünf Unternehmen zeigen, sondern ich kann auf 100 Unternehmen in 24 Industrien zeigen, die uns hoffentlich auch im nächsten Jahr wieder so eine 45-prozentige Wertsteigerung schenken werden. Das kann ich natürlich genauso wenig vorhersagen, aber ich sage mal, alle Voraussetzungen, an denen wir arbeiten, an allen Voraussetzungen, genau solche Unternehmen, die im Prinzip genau das Potenzial bieten, diese wunderbare Wertentwicklung weiter mitzuziehen. Dann haben Sie jetzt noch die Möglichkeit, unserem Gespräch etwas hinzuzufügen, falls wir noch einen Punkt noch nicht beleuchtet haben. Wir haben ja schon einen ganz schönen Blumenstrauß von Themen abgefrühstückt. Also, ich glaube, wir müssen uns klar sein, dass die nächsten ein, zwei Jahrzehnte werden wir in Zukunft im Rückblick als die Asien-Jahrzehnte bezeichnen. Ja, heute hat Asien bereits 50% des Weltbruttosozialproduktes, wenn Sie das BIP Kaufkraft bereinigen. Und der Asienanteil geht wieder eine gerade Linie hoch. Wir müssen einfach wissen und wir müssen uns auch klar sein, dass wir am Beginn des Asienzeitalters stehen. Und wir müssen uns klar sein, dass wir vor einer fundamentalen Verschiebung der Volkswirtschaften stehen. Wir hatten durch die industrielle Revolution hatten wir den massiven Aufstieg von Europa. Dann kam Amerika dazu, auch durch die Elektrizität, weil die ganzen Fabriken plötzlich Elektrizität zur Verfügung hatten. Dann kam Computer und IT, was die Westküste letztlich so stark gemacht hat, die Westküste-Unternehmen oder die ganzen großen IT-Internet-Unternehmen. Und heute kommen wir in die vierte Phase, die meines Erachtens durch Artificial Intelligence getrieben wird. Jede dieser Phasen führte zu einer Verschiebung der wirtschaftlichen Weltordnung. Die
Zukünftige Weltordnung wird die zwei großen Hemisphären haben. Das ist Asien mit China als großen zentralen Punkt und die USA. Europa fällt hinten dran. Ich befürchte das so. Afrika kommt, aber das dauert noch ewig. Südamerika steht sich selber im Weg. Wir werden also vor dem Asien-Jahrzehnt stehen und wir werden vor einer neuen digitalen Generation stehen. Deshalb kann ich jedem nur raten, versuchen Sie Ihren Kindern Mathematik, Programmieren, Digital Design, diese Themen mit inhaltlich auf den Weg zu geben. Denn wenn wir schon in Europa den Zug doch in vielen Dimensionen verpassen, dann sollen zumindest unsere einst eigenen Kinder diesen Zug nicht ganz verpassen. Deshalb sehr stark diese Elemente mit in die Ausbildung zu investieren. Dann kann ich mich nur herzlich bedanken für unser schönes Gespräch und darf auch herzlichen Dank sagen an unsere Zuschauer. Schön, dass ihr teilgenommen habt. Herr Bayer von Morgenstein, bleiben Sie gerne noch kurz in der Leitung. Von unseren Zuschauern will ich mich jetzt aber hier verabschieden und euch einen wunderschönen Abend noch wünschen. Und ich hoffe, ihr habt was über China gelernt. Wie es Tschüss. ja.